Also, hallo liebe Leute, das wird jetzt einfach mal direkt das erste Video. Und zwar geht es diesmal einfach schon um die Problematik Klimawandel. Das ist das erste Thema oder das Thema, was in den EU-Wahlen halt wirklich ausschlaggebend war. Und dazu möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar Eckdaten geben, die ihr ganz locker mit Google nachvollziehen könnt. Das heißt, ich gebe euch jetzt hier keine Links zu irgendwas, sondern ihr könnt selbst recherchieren. Und das empfehle ich euch in der heutigen Zeit auch absolut, dass ihr lernt, selbst zu recherchieren und euch verschiedene Sachen einfach mal anzuschauen. Denn wir haben einfach in der heutigen Zeit, wo jeder sein Handy hat und damit alles und überall also kommunizieren kann und mal eben alles nachgucken kann, haben wir einfach auch verlernt zu recherchieren, weil wir sehen, das, was wir als erstes kriegen, glauben wir. Also wir sind ein unheimlich leichtgläubiges Volk geworden. Und das muss auf jeden Fall durchbrochen werden. So, und dann zum Thema Klimawandel. Meine Welt wurde, was den Klimawandel ein wenig also betrifft, zerstört durch einen Besuch vor. Ich glaube, 3 Jahren war es. Vor 3 Jahren in einer Tropfsteinhöhle an Heiligabend, weil es dann so ein schönes Konzert gab. Und ja, ich hatte sowieso schon ein bisschen, ja, war ein bisschen am Wanken, egal. Auf jeden Fall gibt es dort ganz zum Schluss, also die haben ja dann diese Stalaktiten, die nehmen ja nur ein Drittel von dem Kalk auf, während die Stalagmiten, die unten sind, 2 Drittel von dem Kalk und so weiter aufnehmen. So, das heißt, aber in diesem Kalk kann man halt den CO2-Gehalt, glaube ich, sehen. Ich glaube, so war es. Und ja, ich fand das, also sie haben auf jeden Fall eine Bohrung gemacht, die halt in die letzten, weiß ich nicht, viele, viele Jahrtausende zurückgeht. Und ich fand das mega spannend. Denn die haben diese Analyse gemacht, weil daran konnte man ja den CO2 und halt auch die Temperaturen der Erde sehen. Unsere Wetterberichte werden ja erst, oder unsere Wetteraufzeichnung, jetzt habe ich das Wort, ist ja erst seit 1850. Das heißt, davor gab es ja auch schon ein Wetter. Das kann aber halt dann anhand von Eis oder von diesen Stalaktiten oder Mieten, je nachdem. Die Mietiten sind natürlich einfacher auszuwerten, weil die halt weniger schnell sich aufbauen. Aber man kann halt beides nehmen. Kann halt ge gezeigt werden, wie sich das Wetter tatsächlich die letzten Jahrtausende verändert hat. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr interessant zu sehen, dass wir aktuell in einem sehr, sehr kühlen Klima leben. Und ich habe mir das angeschaut und das ist so ein Pendel gewesen, was halt überall, also seit den letzten, weiß ich nicht wie vielen Jahrtausend Jahren, immer hin und her gegangen ist. Und daraufhin habe ich mir dann einfach mal Gedanken gemacht und gesagt, wow, es ist momentan tatsächlich, also anhand von diesem Ding ist es tatsächlich momentan sehr kalt. Das heißt, dass es wärmer wird, ist kein Wunder. Und ja, und es sind auch viele Wissenschaftler, die sagen, wir kommen aktuell aus einer kleinen Eiszeit. Das heißt, dass die Temperaturen steigen, ist einfach so. Ich habe auch irgendwo einen Wissenschaftler mal gesehen, gefunden, der sagte, dass die ideale Temperatur auf dem Planeten noch nicht erreicht ist. Das heißt, es muss noch erheblich höher werden, die Temperatur, damit das wieder vernünftig ist. Das heißt, auch der CO2-Gehalt muss noch höher werden. So, womit wir jetzt zu dem nächsten Schreckgespenst kommen, das CO2. Wenn es jetzt hier in Deutschland tatsächlich eine CO2-Steuer geben sollte, ist euch klar, dass ihr dann nicht mehr ausatmen dürft, weil das CO2 ist. Und wenn ihr, also so aus meinen Erfahrungswerten, wenn ihr Gewicht verliert, dann müsst ihr besonders viel atmen, weil ihr macht ja Sport. Oder generell, wenn ihr Sport macht, ihr atmet dann ja viel mehr, weil eure Muskeln brauchen Sauerstoff und der Körper braucht Sauerstoff, um sein Fett zu verbrennen. Und das wird alles CO2. Ist euch das eigentlich klar? Was bedeutet das, wenn ihr was gegen die CO2 tun wollt? Dann
wäre es sinnvoll, sich im Garten oder wenn ihr keinen Garten habt, einen Balkon oder auch Zimmerpflanzen, es ist egal. Hauptsache, ihr setzt euch Pflanzen irgendwo hin. Denn diese Pflanzen wiederum bei Sonnenlicht machen das Ganze rückwirkend. Das heißt, wir Menschen bilden mit Pflanzen eine Symbiose. Unser Problem aktuell ist einfach, dass Wälder gerodet werden, also Regenwald wird gerodet für den Sojaanbau oder für verschiedene andere Sachen. Es werden Wälder gerodet, um Holz zu haben. Es werden wir kreieren in der Wüste immer mehr Entschuldigung, wir kreieren in Afrika immer mehr Wüste, dadurch, dass durch den Lithiumabbau. Dann noch kleinere Sachen. Ich bin durchs Dorf gegangen, durch die Ortschaft gegangen und es gibt so viele Steinvorgärten mittlerweile. Wo ist das Problem, ein bisschen Unkraut zu zupfen? Beziehungsweise, wenn man das richtig anlegt, muss man auch nicht einmal mehr Unkraut zupfen. Aber wenn man einen schönen blühenden Vorgarten zum Beispiel hat, dann haben die Bienen Freude daran, unser CO2-Gehalt sinkt und ich kann das einfach alles nicht nachvollziehen. Also es wird halt einfach nur gesagt, wir brauchen andere Sachen, aber also zum Beispiel Windkraftanlagen. Habt ihr euch die riesigen Dinger mal angeguckt? Erstens, es werden, also bei uns stehen die zum Glück auf Feldern. Da ich noch nicht so lange hier wohne, hoffe ich, dass das immer Felder waren, aber es gibt auch sehr viel Waldbestand hier. Insofern bin ich mir dessen nicht absolut sicher. Aber dafür werden ganze Wälder gerodet. Dann habe ich auch schon auf den Feldern wiederum auch viele Bussarde und sonst irgendwas gesehen. Und wenn die jagen, die gucken nach unten, die gucken nicht auf das Windrad vor ihnen. Das heißt, die sind dann im Zweifelsfall, sind die gezweiteilt und liegen dann unten. Also so ganz toll ist das mit der Windkraft auch nicht. Ich meine, klar, ja, Solaranlagen fängt dann auch wieder mit Lithium an, aber da habe ich auch schon relativ grüne Lösungen gesehen, dass halt viele, also es gibt tatsächlich Bio-Solarzellen. Also nur mal so als Idee. Die greifen niemanden an und was es von dem Tesla, SpaceX, sonst was Gründer gibt, der hat auch eine Solarzellenfabrik, irgendwas. Auf jeden Fall hat er eine Möglichkeit gefunden, tatsächlich in die Dachziegel schon Solarzellen einzubauen. Das heißt, man sieht keine Solaranlage auf dem Dach, sondern es ist einfach für jeden ein normales Dach mit Dachziegeln. Ich meine, klar, ob ich jetzt eine Solaranlage alle 20 Jahre tausche, weil die dann ist, oder ob ich Dachziegel das Dach neu mache, weil dann irgendwie die Ziegel nicht mehr schön sind oder ja, kommt das Gleiche raus. Insofern. Ja, das mal so als Tipp. Also das wäre eine Lösung meinerseits. Also vor allem, also ne, Pflanzen, tatsächlich grüne Bio-Solaranlagen. Wir denken da einfach nicht mehr drüber nach. Und wenn ich dann auf die Straßen schaue, also ich sehe keine kleinen sparsamen Autos mehr. Also oder sehr sehr selten sind diese geworden. Also am meisten sehe ich dann halt die Mami, die mit ihrem SUV die Kinder die 500 Meter bis zum Kindergarten bringt, wo ich mir denke, das muss das wirklich sein? Kann man nicht zu Fuß gehen? Vor allen Dingen, das glaube ich noch mein eigenes Thema, aber sonst komme ich von der Zeit wieder drüber. Ja, aber, also, Leute, wenn ihr wirklich was gegen den CO2 tun wollt, was einfach nicht böse ist. Also CO2 ist was ganz Normales und eigentlich brauchen wir noch viel mehr CO2 auf diesem Planeten, damit unsere Pflanzen und Fauna, also Flora und Fauna, damit sich die wieder komplett erholen kann. Und wir brauchen Pflanzen. Wir brauchen Pflanzen, wir brauchen nicht Windräder, wir brauchen nicht irgendwas
Und am besten ist auch, wenn man diese Solaranlagen wirklich tatsächlich auf die Dächer baut, also dass sie vor Ort gebraucht werden und nicht irgendwelche riesigen Flächen macht, wo dann vielleicht doch auch wieder Bäume gerodet werden müssen, damit da genügend Licht drauf fällt. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Solaranlagen auf dem Dach, wir brauchen Pflanzen in den Räumen, Pflanzen auf dem Balkon, im Garten, wo auch immer ihr Pflanzen hinsetzen könnt. Es ist super. Und desto mehr Blattfläche ihr habt, desto mehr tut ihr gegen den CO2, also nur für euch so zum Verständnis. Und sie brauchen natürlich Sonnenlicht, weil sonst funktioniert das nicht. Das nennt sich Photosynthese und klappt halt nur bei Sonnenlicht. Das heißt, wenn es dunkel ist, dann atmen Pflanzen genauso wie wir. Das heißt, die brauchen Sauerstoff und geben CO2 ab. Das ist schon mal so meine Problematik und Lösungsgeschichte Nummer 1. Finger. Weil mir das einfach jetzt mal wichtig war, mal was dazu zu sagen, weil es ist, ich finde es einfach nur Wahnsinn, was da irgendwie läuft. Also es guckt sich keiner mehr irgendwie seine Biobücher an oder sonst irgendwas und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, unten in die Kommentare, beziehungsweise versucht einfach mal zu recherchieren. Ach ja, zu den Temperaturen, die unser Planet durchmacht. Schaut euch mal dazu parallel den Graph der Sonnenaktivitäten an. Vielleicht ist das schon eure Lösung. Das heißt, desto aktiver die Sonne, desto höher die Temperaturen auf dem Planeten. Nur so eine Idee. Könnt ihr gerne recherchieren und gucken. In diesem Sinne, ciao!